nicht einschlafen. Ich darf nicht einschlafen. Ich darf nicht einschlafen. Wenn du ins Bett gehst und ins Land der Träume fällst, dann stehst du morgens auf und alles ist so, wie es war. Aber nicht, wenn der Boogeyman dich in deinen Träumen umbringt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. 1984 brachte Filmregisseur Wes Craven, eine der wohl größten Horror-Ikonen überhaupt, auf die Filmleinwand. Die Rede ist von dem Kerlchen hier neben mir, Freddy Krueger, gespielt von Robert Englund. Ich bin ein Riesenfan dieser Filme und konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, ein Stück Filmgeschichte meiner eigenen zu nennen. Ich habe sehr, sehr lange nach einer wirklich schönen Büste, nach einer schönen Arbeit gesucht und bin bei Sackface Studios in Großbritannien fündig geworden. Sackface Studios wird geleitet von einem netten Kerl namens Daz. Daz hat diese Büste hier komplett von Hand modelliert, gegossen und bemalt. Die Büste ist aus transparentem Resin, was dem Ganzen noch mehr Leben verleiht. Und wie gesagt, sie wurde handbemalt. Und wie das ganze Ding hier aussieht, seht ihr am besten, wenn ich den Hut abnehme. Der Hut wurde von ihm gefertigt, der Pullover, Freddys typischer rot-grüner Ringelpullover, wurde dazu gekauft und an die Büste angebracht, abgeschnitten und von hinten verklebt. Die Büste ist ein Hollowcast, das heißt, die Büste ist komplett hohl. Resin ist ein relativ schweres Material und eine Büste, die komplett gefüllt wäre, würde einfach zu viel wiegen. Was gibt es zu Sackface Studios zu sagen? Es ist eine sehr kleine Ein-Mann-Firma, die sich auf Freddy Krueger spezialisiert hat. Er hat schon von allen Teilen Büsten gemacht, hat aber momentan im Programm eine Büste aus dem dritten Teil, das ist der hier, aus dem vierten und aus dem Spin-off Freddy vs. Jason. Das ist ein wahnsinnig netter Kerl und liest einem jeden Wunsch von den Augen ab. Ein gutes Beispiel hierfür sind zum Beispiel die Augen von Freddy. Die sind aus Acryl. Er fertigt die selber und kann sie dementsprechend natürlich auch euren Wünschen anpassen.
Was gibt es noch sonst noch zu sagen? Eigentlich nicht viel. Wie gesagt, ist handgefertigt, komplett, bis auf den Pullover. Ist ein Holocaust. Die Büste kann, je nachdem, wie ihr es gerne hättet, auch roh erworben werden, bemalt erworben werden. Was nicht dabei ist, ist der Ständer hier unten und das Schild. Das Schild habe ich selber gemacht. Der Ständer ist ein Ritterhelmständer, bekommt man bei eBay, kann ich euch gerne auch unten verlinken. Genauso wie die Facebook-Seite von Sackfest Studios. Wo liegt die Büste preislich? Ich kann nur so viel dazu sagen. Sie liegt im mittleren dreistelligen Bereich, plus minus. Je nachdem, was ihr haben wollt, je nachdem, was ihr für eine Bemalung wollt, was ihr für Augen haben wollt, ob ihr die Büste mit Pulli, ohne Pulli, mit Hut, ohne Hut und so weiter. Also sie liegt ungefähr im mittleren dreistelligen Bereich und ist meiner Meinung nach wirklich jeden Cent wert. Freddy sieht genau so aus, wie er im Film aussieht, was heutzutage bei der Fülle an Merchandise wirklich sehr, sehr selten ist. Er sieht wirklich aus, als wenn er jeden Moment die Augen verdreht und mich anschaut, was ab und zu recht creepy sein kann. ja, das ist eigentlich alles, was es zu der Büste zu sagen gibt. Wie gesagt, ich verlinke euch alles. Schreibt den Kerl einfach an, der ist wahnsinnig nett, wirklich sehr, sehr netter Kerl. Und sagt ihm einfach, Natalie schickt euch. Schaut mal, was dabei rauskommt. Und ja, das war das Video zu meiner Freddy-Büste. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß, es ist mal was anderes als ein Pfeifen-Video, aber ich denke, es wird ganz gut ankommen. In diesem Sinne, viele Grüße aus dem Allgäu und ich wünsche euch noch eine geruhsame Nacht und schöne Träume vor allem. Bis denn. Ciao, ciao.